So, guten Morgen, willkommen zu einem Special, zu einem Geburtstags-Special. Ich habe mal wieder Geburtstag, beziehungsweise hatte, beziehungsweise warum ist mein Profil weg? Was soll der Mist? Okay, legen wir ein neues an. So, was wollte ich sagen? Ja, Geburtstags-Special, wir spielen kurz Matziax. Fragt mich nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich könnte das mal lesen lassen, hm? The King of Maziax, was auch immer, there are no prisons or cells. If you want to recover your freedom, escape the maze. Ja, und irgendwie speichert er mein Profil nicht, sehr gut. Warum denn auch? Ja, wie gesagt, ich hatte Geburtstag am Dienstag, also am 15. Kann man das auch mit Return-Taste so ganz schnell machen? Nein, geht nur da raus, schade. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Ich hatte da leider keine Zeit, bis Dienstag was zu machen. Aber die Semesterferien sind jetzt endlich rum, das heißt, ich habe jetzt wieder mehr Zeit. Theoretisch. Praktisch wird es abzuwarten. So, und worum geht es im Spiel? Ja, wir wollen hier raus. Dazu schlagen wir einfach die Tür mit unserer Faust ein. Nein, wir haben übrigens Füße. Yeah. Wir können uns auch selbst verletzen, indem wir die Wand schlagen. Yeah, stirb, du scheiß Wand. Die blutet schon so. Oh Gott. Ja, diese Stacheln dürfen wir, sollten wir... Also, wenn sie ausfahren, sind nicht. Aber sobald sie wieder einfahren, können wir da einfach drüber laufen, weil... Wen? Die tun ja nur weh, wenn sie komplett ausgefahren sind. So, wir holen uns mal dieses nette Küchenmesser hier. Und ja, also das Ziel des Spiels ist, durch dieses Labyrinth zu kommen und den Schatz zu finden, um mit dem Schatz danach wieder lebend herauszukommen. Ja, zum Beispiel, indem er hier so Barris ist, kann man wieder heilen. Ja, wie im echten Leben. So, ja. Ich habe mir das ausgesucht, das geht schön schnell, das Spiel. Sollte es. Ich habe jetzt auf Difficult, hoffe ich, gestartet. Das macht dann unter anderem die Labyrinthe größer. Und ich glaube auch die Gegner ein bisschen stärker, weiß gar nicht. So, wann bereite ich mich auch schon vor? Ja, wie gesagt, die Semesterferien sind vorbei, also werde ich demnächst wieder die regulären Projekte fortsetzen können. Wie Spellforce, Siedler 1 und auch endlich Empire Earth 1. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Gar nicht lustig. So, hoffe, dass es dann noch weitergeht. SimCity muss ich demnächst auch noch beenden. Open Arena will ich beenden, ja. Ich habe viel vor. Und ich glaube, studieren will ich auch noch irgendwie nebenbei mal. So zwei, drei Tage. Ich glaube nicht, nein. Ich folge ihr. Ich stecke hier ganz ungünstig fest, so auf den Stachel. Das waren übrigens die schrecklichen Gegner. Yeah. Yeah. Yeah, ich schiebe ihn in die Stacheln. Und jetzt ist mein Schwert kaputt. Die Viecher sterben übrigens nicht, wenn sie in den Stacheln stehen, weil die haben Stachelimmunität-Cheat an und so. Deswegen sterben die da drin auch nicht. Klingt logisch. So. Also, das habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Die sterben da drin einfach nicht. Also, das mit dem Stachelimmunitätsscheiß da. Habe ich schon mal eine Fantasie benutzt? Was beside, ey? So, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach, richtig. Ich habe meine Wunschliste für Amazon mal wieder aktualisiert. Also wer zu viel Geld von euch hat, der kann mir ja mal was schenken. Ich bin gleich tot, glaube ich. Nein, gut. Wir essen schnell ein paar Beeren. Und schlagen unser Schwert kaputt. Oh Gott, oh Gott. Da stehen einige Sachen drauf, die ernst gemeint sind. Wie zum Beispiel ein Rechner für 5000 Euro. Oder ein Laptop für 10.000 Euro. Oder ein Monitor für 21.000 Euro. Dann stehen noch ein paar Sachen drauf, die sind nicht so ernst gemeint. Wie ein paar Spiele für 20 Euro oder so. Die sind natürlich nicht so ernst gemeint. Die müsst ihr mir nicht unbedingt schenken. Soziales Gesindel. So, essen wir erstmal ein paar Beeren. Boah, Beeren hätte ich jetzt auch gerne, aber heute ist voll. Alter, da komme ich nie durch. Ja, und wenn die einen treffen, machen die unschön Schaden. Da komme ich jetzt schon mal... Man kann da nicht drüber springen. Nein, man muss den Schaden nehmen unter den Bedingungen. Hier ist natürlich nichts. Danke, Spiel. Wie soll ich denn da durchkommen? Da sind drei solche Stacheln. Oh, es geht sogar. Okay, ganz ruhig. Alles wird gut. Das ist ganz einfach, das Spiel. Donner Link wie immer in der Beschreibung. Können wir es downloaden? Wir haben übrigens auch Füße, können sie aber leider nicht abstechen. Aber wir können sie das Schwert aus der Hose holen. Aus dem Rock hervorholen. Ja, ich glaube.
Toll, wieder so eine Sackgasse. Das Schöne ist, man muss danach den Weg auch wieder zurücklaufen. Mistviech. Oh, ich brauche bald ein neues Schwert. Ich muss ein neues Schwert aus der Hose ziehen. So, essen wir noch ein paar Beeren. Boah, jetzt ein paar Erdbeeren. Boah, das war geil. Oder ein paar Orangen. Oh, Mann, der... Noch nicht schon wieder. Was zur Hölle? Was? Wo kommst du jetzt her? Alles ist gut, alles ist gut. Wo kam das Mistvieh denn jetzt her? Oh, Bären. Aua, Wand schlagen. Verdammte Wand ist an allem schuld. Ich brauche ein neues Schwert. Oh, der nimmt scheinbar doch Schaden. Oder ist das bloß so ein Bluteffekt? Ach, fuck. Oh, komm schon. Ganz schlechter Seed, den nehmt ihr besser mal nicht. Der ist ganz schlecht. Ich hätte auf einfach spielen sollen, das wäre einfacher. Ach Gott, nee. Ach, fuck. Das ist voll unfair mit dem Schwert. Your dad's life in the maze prevails. Und hier bekommt man einen schönen Punkte-Score, deine Mutter. Okay, nochmal. Ich hab Zeit. Nein, hab ich nicht, aber das ist ein Special, das geht ja nicht lang. 2 Stunden später. Ich habe hier komischerweise nur 25 Frames, ich weiß auch nicht warum. Ich muss mal einen Schluck trinken. Jetzt fängt das Spiel natürlich an. Wir haben übrigens stylische Himmelsanimationen. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Aufbau hier erinnert mich so ein bisschen an Amber Star oder Amber Moon, wenn jemand die Spiele kennt. So mit diesem 3D-Labyrinth. Gut, Amber Star und Amber Moon hatten nicht ganz so gute Grafik. Aber dafür haben sie auf 3 Disketten gepasst, ne? Weil das Spiel braucht auch, glaube ich, nicht sonderlich viel mehr Speicher. Yeah, ich habe ein Messer. Man kann es übrigens wegschmeißen. Warum auch immer man das tun sollte. Ich schmeiß doch mein geliebtes Schwert nicht weg. Ja, stecke ich mir vielleicht in die Hose, aber. Also wie gesagt, wenn mir was kaufen will, ne, meine Wunschliste steht wie immer im Link unten, ne? Wenn mir nichts kauft, fickt euch, ihr Assis. Wofür seid ihr überhaupt da? Hm? Was soll ich mit Abonnenten, wenn sie mir nichts kaufen? Ist doch völlig sinnfrei. Aber die können dir nette Kommentare schreiben. Aha. Fuck. Tut mir überhaupt nicht weh, so. Ja, Stacheln in den Arsch. Ich stehe auf Stacheln in den Arsch, die mir da reingebohrt. Oh Gott. Lalala, lalala, lalala. Ich wollte noch irgendwas sagen. Mistvieh. So, weil was sind das für Billigschwerter, dass die sofort auseinanderbrechen? Ah, made in USA. Sehe schon. Steht da unten ganz klein. Kann ich nicht chinesisches Billigprodukt haben? So, wir gehen erstmal hier links lang. Und töten erstmal das mit Typen. Wir töten so den Grünen. Wieder mal ein neues Messer. Ah, fuck, ich hab kaum Energie. Oh, jetzt brauche ich langsam wirklich Lebensenergie. Hui. Hui. Berries. Puh. Wieder so ein Vieh. Mehr Berries, bitte. Oh, gib mir das neue Schwert. Puh. Ach komm, noch so einer. Gut, gib mir das alte nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ich mag dieses Spiel nicht. Es ist scheiße, kauft es euch nicht. Ladet es euch lieber illegal im Internet herunter. Oh, ich dachte, das wäre umsonst. Na und? Seit wann interessieren mich Fakten? Hab in meinen Let's Plays nichts verloren. So, komm. Ja, du hast hier Spaß mit deiner Massage. Ich sehe schon, ich muss mich hier weiter durchs Labyrinth kämpfen. Ich habe natürlich hier höchste Einstellungen gewählt, ne? Und, oh, scheinbar sterben die doch, wenn sie da durchlaufen. Oder habe ich den getötet? Bin ich dahergekommen? Nein, ich bin da nicht hier. Bin ich dahergekommen? Verdammte Mistviecher. Man kann ja doch irgendwie nicht so richtig ausweichen.
Upsala. Nee, da ist nichts. Aber ich hätte gerne diese Beere. Lecker Beeren. Ach. Boah, so ein Obstsalat wäre jetzt was Geiles, ne? Haben Samstags die Geschäfte offen? Nein. Haben die im Geschäft Obstsalat? Das ist die Frage. Ja, wir haben Obst. Obst, die geht. Ich verlange nach einem Obstsalat und nicht nach Obst. So, sicherheitshalber aktivieren wir einfach auch beide. Ich hab schon wieder so ein rissiges Schwert. Das ist nicht so schön. Ich brauche ein neues. Das ist voll verwinkelt hier. Könnte man glatt machen, es wäre ein Labyrinth. Oh. Das ist voll nicht lustig, Spasti. Habe ich auch nie behauptet, ne? Wie jetzt, Sackgasse. Ach, hätte ich doch nach rechts gehen. Ach. Ah, rechts ist immer richtig. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Ich glaube, da und dann... Da irgendwie... ja, das sind Gegner. Das sind, au. Es zieht, wenn man so ein Ding in den Arsch bekommt. Ein leicht stechendes Gefühl im Hintern. Nein, da bin ich... Da war ich schon, da war nichts. So, dann waren hier... Hier ist auch nichts. Da können wir uns auch springen. Yeah, wir können springen. Können wir noch irgendwas machen? Moment. Configuration. Ja, wir können Blut deaktivieren. Dann... Okay, wenn wir dann die Gegner totschlägt, haben sie theoretisch Sterne oben drüber, aber... Turn up. Bäh. Moment, was? Aha, wir können das auch mit der Tastatur steuern. Ha, erinnert mich an Doom. So, und jetzt geht mal eine Framezahl nach unten. Weiß der Geier warum? Sollte jetzt nicht sein. Moment. Nein. Ich möchte nicht exiten. Ich bin... Verdammt, wo war ich denn da jetzt schon? Wo war ich noch nicht? Das ist voll verwinkelt. Was ist das hier? Ein scheiß Labyrinth? Das habe ich aus irgendeinem Grund noch ganz niedliche Frames. Ich weiß nicht warum. Das ist eine sehr gute Frage. Warum ist das so? Ich werde jetzt nicht nachschauen, warum das so ist. Dafür habe ich keine Zeit. Stell dir einfach vor, es würde nicht die Framerate nach unten gegangen sein. Oh. Aha, hier war ich noch nicht. Okay. Ist jetzt nicht so mega komplex das Spiel, aber... Oh, ja, das waren die Sterne. Die hatte ich nicht wieder ausgemacht. Nein, hatte ich nicht. Okay, accept. Also wie gesagt, wenn man ein paar Spiele oder so kaufen will, kann das ja tun. Oder tatsächlich irgendwann so dämlich ist, mir einen 5000-Euro-Rechner zu kaufen, nehme ich den natürlich auch. Ich bin da jetzt nicht so egoistisch wie manche andere Let's Player, die Geschenke ablehnen. Ich bin da ganz selbstlos und nehme das entgegen. Nett wie ich bin, ne? Okay, hier ist nichts. Hier ist eine Wand. Ich mag Wände. Die schreien einen nicht an. Das ist immer gut. Ich mag Schreien nicht. Okay, außer in Forsaken, aber das ist was anderes. Das ist ganz was anderes. Das Spiel ist einfach zum Schreien, so, und zum Weinen. Man weint, während man schreit. Oder schreit man, während man weint? Ich weiß nicht. Hui. Komm schon. Hallo! Stirb! Ach komm! Wieso stirbt der nicht? Mit dem Messer brauche ich irgendwie 3 Schläge und wenn ich schon 2 habe, muss ich noch 50 Mal draufschlagen. Och nö, jetzt muss ich dann neu anfangen. Warum muss ich das Kackmesser auch jetzt zerbrechen? Okay, auf ein neues. Ich werde das jetzt so lange machen, bis ich es geschafft habe. 2 Wochen später.
Ja, willkommen in Folge 7.865.293 von Matt. Jetzt habe ich den Namen des Spiels vergessen, sehr gut. Egal, was soll's. Na la, ich hoffe, da kommt kein Gegner, bevor ich nicht ein Schwert finde. Ich zieh's einfach aus meiner Hose, aus meinem Rock. Warum habe ich überhaupt so einen Rock an? Oder ist das so eine Robe? Wer weiß das schon? Ich habe keinen Spiegel dabei. Ich brauche ein Messer. Ah, oh, perfekt. Naja, Sword würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist ein besseres Buttermesser. Dann soll ich mal mein Buttermesser zeigen, Süße. Da schmier ich dein Brötchen ordentlich voll mit. Okay, das klingt jetzt sehr zweispäulich. Das sollte nicht zweideutig klingen. Es sollte ja eindeutig um Sex gehen. Ich brauche mehr Beeren. Hey Süße, darf ich mal bei deiner Beere naschen? So, dann steigern wir das Niveau wieder. Der war gut, oder? Au. Ich habe da so ein Drücken im Hintern. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Es drückt immer im Hintern, aber wenigstens ist die Verstopfung jetzt weg. Das heißt, hier hinter gehe ich nie wieder. Nein, gehe ich nie wieder. Gut, gib mir ein neues Schwert. Damit es nicht gleich wieder zerbricht. Perfekt. So, was will ich sagen? Ach, richtig. Empire Earth 1 geht endlich weiter. Kennt das Projekt doch jemand? Da habe ich irgendwie 13 Folgen oder so hochgeladen. Oh, 13 Folgen, das ist so unglücklich, Alter. Und dann hatte ich technische Probleme, weil Fraps aus irgendeinem Grund auf meine zweite Festplatte nicht mehr aufnehmen will, wollte. Und ich wusste das nicht. Jetzt weiß ich das inzwischen. Ich sollte das System wirklich mal neu installieren nach inzwischen doch 7 Jahren. Oh, nee. Treff ihn halt! Ach, was ist denn das? Warum treffe ich den nicht? Ach, leck mich. Ja, das darf ich jetzt auch fortsetzen. Also, wie gesagt, habe ich irgendwie 13 Folgen hochgeladen, wovon ich 10 im Tutorial hänge. Weil das Tutorial so überhaupt nicht lange dauert. Muss ich das Spiel wirklich weiterspielen? Ich weiß, wie unangenehm schwer das Spiel später noch wird. Das ist nicht lustig. Gar nicht lustig. Es neigt dazu, in den späteren Kampagnen des Hauptspiels sehr schwer zu werden. Im Addon wird es noch schlimmer. Ich weiß es, ich habe das Spiel schon mal gespielt, es ist nicht lustig. Naja, Ziel 1 werde ich fortsetzen, das Projekt, das seit über 2 Jahren inzwischen läuft. Und das ich unter 400 Folgen nicht beenden werde, werden können kann. Ja, Singleplayer-Spiel von 1993. Dass auf 5 Disketten ausgeliefert wurde. Hat über 400 Videos. Tja. Wenn euer Spiel weniger Videos hat, dann ist es nicht gut. Dann ist es nämlich viel zu schnell durchspielbar. Kauft euch lieber ein richtiges Spiel. Wie Siedler 1. Da habt ihr hunderte von Stunden Spielspaß, nur in der Kampagne. Und dann werde ich auch alle Singleplayer-Maps spielen. Alle möglichen. Und dann bin ich tot. Also bevor ich das Let's Play beendet habe, bin ich tot. Und ich bin Stacheln hier. Au. Gut, das ist gut. Wegs meine Verstopfung ist weg. Aber es wird nicht lustiger, wenn du ihn immer wieder erzählst. Ich weiß. Sonst will ich aber wissen, was da hinten drin ist. Nichts. Doch ein Schwert. Schwert, naja. Mit viel Fantasie, ne? Tun wir einfach so, als wäre es ein Schwert. Und nicht einfach nur ein rostiger Klumpen Metall. Tun wir einfach so, als wenn das hier Beeren wären und keine Äpfel. Nein, Barry war Beeren, oder? Keine Ahnung. Bin ich Engländer oder was? Scheiße, ich muss da raus! Oh, fuck you!
Muss doch möglich sein, New Game. Ich weiß gar nicht, ob der Seed da irgendwelchen Unterschied überhaupt groß macht. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Steht ja auch nicht auf der Seite. Da steht allgemein recht wenig. Aber Details. So, wir sind wieder am Anfang. Ich wäre gerne mal am Anfang, wenn ich am Ende bin. Also am Ende, wenn ich am Anfang bin. Vergiss das. So, dann Spellforce wird auch weitergehen. Das ist auch so ein Kandidat. Also das wird auch auf jeden Fall noch eine zweite Playlist beanspruchen. Aber so lange wie Siedler 1 wird es wohl nicht werden. Ich glaube, Siedler 2 wird auch nicht so lang werden. Weil das Addon natürlich auch nochmal die Spielzeit ordentlich in die Länge zieht. Oder kann man das Addon nennen? Naja, das habe ich ehrlich gesagt nie wirklich gespielt, weil ich es nie hatte. Aber jetzt habe ich es. Und dann kann ich es auch spielen, wenn ich irgendwann mal Siedler 2 spiele. Sackgasse. Ja. Klingt logisch, nicht? Und Empire Earth, ja, ja. Earth 2014 muss ich auch irgendwann mal fertig spielen. Da hatte ich auch abgebrochen, wie pausiert. Pausiert. Nein, das spiele ich nie fertig. Also das hatte ich pausiert auch wegen technischer Probleme, die inzwischen auch behoben sind. Könnte ich das auch mal weiterspielen? Vielleicht, wenn Empire Earth 1 fertig ist, dass ich dann das einfach mal die Wahl eine Runde aussetze und das spiele. Hätte doch auch viel Schönes. Joa. Dann kann ich auch irgendwann mal Empire 2150 spielen. Empire Earth. Earth 2150. Komme ich jetzt ständig auf Empire Earth. Und bevor jemand fragt, Empire Earth 2 werde ich vielleicht auch irgendwann spielen. Mal gucken. Empire Earth 3 hingegen werde ich wohl nie let's playen, weil das Spiel ist einfach scheiße. Ich habe es gespielt, ich weiß, wovon ich rede. Wobei ich sagen muss, das Intro finde ich ganz cool. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man... Es läuft irgendwas ziemlich falsch, wenn das Intro von dem Spiel das coolste am Spiel ist. Dann läuft da gehörig was falsch. Und das Intro ist mit Abstand das coolste an dem Spiel. Ich hab's hochgeladen. Guckt euch das an, dann habt ihr das Beste vom Spiel gesehen. Dann braucht ihr es nicht mehr so spielen. Spart euch Zeit. Und Probleme. Aber es läuft inzwischen sogar halbwegs flüssig auf meinem aktuellen Rechner. Ist erstaunlich, ne? Ein Spiel, das vor keine Ahnung wie viele Jahren rauskam, läuft inzwischen flüssig auf einem modernen Rechner. Moment, ist da hinten Gegner. Ich habe keine Waffe. Ich habe meine Faust, aber die ist auch nicht gerade sonderlich scharf. Die müsste mal wieder geschärft werden. Ich brauche ein neues Messer. Messer. Dolch, Schwert. Maschinengewehr. Irgendwas. Ah, Schwert. Schwert, 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 Schwert. Ich nehme einfach ein fremdes Schwert in die Hand. Mache ich öfters mal. Das Schöne an dem Spiel ist auch, dass ich hier den Sound richtig einstellen kann und der war klug. Ich so nicht irgendwie total unterschiedlichen Sound habe, was ja manche kommerzielle Spiele, ich nenne jetzt mal keinen Namen, nennen wir es aus Anonymitätsgründen einfach mal Turning Point, Fall of Liberation. Da ist es ja nicht so toll mit dem Sound, ne? Also, ich will jetzt keine Namen nennen, deswegen habe ich dieses komische... Och nö. Oh, die nehmen scheinbar doch Schaden dadurch. Okay, gut zu wissen. Ich esse erstmal eine Beere. Boah, jetzt hätte ich Lust, Geld abzuheben und zum Supermarkt zu gehen, um mir Beeren zu kaufen. So. Ich denke mal drüber nach. Sobald ich das Video encodiere in 2 Wochen, wenn ich das Spiel endlich geschafft habe. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder kein Schwert mehr. Ist doch kacke. Aua. Scheiß Wand. Wenn ich lange genug einschlage, gibt sie vielleicht nach. War da noch irgendwo ein Schwert da vorne? Ich glaube nicht. Nein, es sind nur Stacheln. Schön, dass man da einfach so durchlaufen kann. Wobei, es ist gar nicht mal so unrealistisch. Ich meine, wenn sie hoch sind, kann man den ja auch ausweichen viel leichter, als wenn sie
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Stirb doch! Alter, der stirbt nicht, wenn ich mit der Faust auf ihn einschlage. Wieso? Mensch, gibt's doch nicht. Muss doch mal klappen. Ich dachte mir, das spiele ich mal schnell durch, aber jetzt habe ich das Problem mit Messern. Spiel gibt mir nicht genug Messern. Mit der Faust kriegst du die Viecher ja nicht tot. In den Stacheln bleiben sie nicht lang genug drin stehen. Schwert. Schwert. Ja, yeah, Schwert. Zeig dir mal ein richtiges Schwert. So, was wollte ich noch? Ja, Diablo 1 muss ich irgendwann mal. Nee. Was für ein Ding? Diablo noch nie gehört. Klingt sehr schlechtes Spiel, ja. Ravenscourt müssen wir auch noch beenden. Da fehlt ja nicht mehr viel. Das könnte mir demnächst mal einen Angriff nehmen. Au. Livestream wird auch irgendwann mal wieder kommen. Hängt davon ab, wie viel Geld ihr mir schickt, ne? Je weniger ihr mir schickt, desto mehr Videos mache ich. Also schickt mir lieber viel, ihr Arschgesichter. Sonst mache ich Videos, ne? Und die müsst ihr euch dann alle angucken. Und das wollt ihr ja nicht. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Mafia könnte ich mal wieder spielen. Da habe ich letztens den zweiten Teil gespielt. Ich stelle fest, es ist keine gute Idee, GPU, Dingsbums Physik, wie heißt das Scheiß, Physik X, nee, X, dieses Physikmist da zu aktivieren, wenn man keine Grafikkarte hat, die sowas übernehmen kann. Selbst auf einem i7 läuft das nicht flüssig. Also 4077K i7. Gut, ich könnte das Ding jetzt noch übertakten, aber ich habe noch Garantie drauf, dann möchte ich das ehrlich gesagt lieber nicht tun. Die möchte ich dann doch lieber behalten noch eine Weile, ne? Vielleicht brauchen wir sie ja mal. Boah, gleich zwei, geht's noch gut oder was? Oh, jetzt besten. So, jetzt nicht mehr, gut. Ah! Jetzt reizt langsam. Was zur Hölle? Fuck you, was habt ihr für eine Reichweite? Leck mich doch. Gibt's doch nicht. Difficult. Sowas nennt man hart. Hart. Ich mache es nicht, weil es leicht ist, sondern weil es hart ist. Du verstehst, was ich meine. So, So, jetzt hoffen wir, dass ich nicht wieder 2 Milliarden dieser Viecher töten muss auf einmal. Schlechter Seed-Generator. Der ist einfach nicht freundlich zu mir. Gut ist auch, dass ich jedes Mal andere nehme, dadurch kann ich mir nicht merken, welche Sachen ich so gemacht habe und so. Alter, was ist das denn jetzt? Geht ja voll krank ab hier. So, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. SimCity, Raven Squad, Earth 240. Boah. Das Amiga-Spiel, das ich nach Siedler 1 spiele, werde ich auch nicht wählen lassen. Aber das danach dürft ihr wählen. Weil ich so gnädig bin, dürft ihr wählen. Ah. Erstmal Amberstar spielen. Erstmal ein gutes altes Rollenspiel spielen. Eins von der Sorte, wo man alles selbst noch wissen darf. Wo man noch kein Tagebuch hat und so einen unsinnigen Müll. Nachschauen, was für Quests ich habe. Das ist total unsinnig. Wer will sowas denn schon machen? Also bitte. Was ist denn da der Frustfaktor? So, gleich kommen wieder 2 Milliarden Gegner und töten mich. Stacheln. Noch mehr Stacheln. Es ist so ruhig, das macht mich nervös. Ah. So wirklich Schaden machen die auch nicht, habe ich das Gefühl. Ich brauche eine Beere. Aber dieses Spiel treibt mir tatsächlich zu, in den Supermarkt zu gehen, um mir Beeren zu kaufen. Vielleicht Trauben. Letztens waren Trauben im Angebot kernlos. Die Dinger hatten Kerne. Da kam ich mir reichlich verarscht vor. Hä? Ich habe eben einen Gegner gehört, oder? Ja, habe ich.
Hä? Nur zwei Treffer, Mann, bin ich gut. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich wüsste es gerne. Schreibt es mir doch nicht in die Kommentare, damit ich es nicht mehr lesen kann. Hä? Was ist denn hier los? Ich bin verwirrt. Was? Fick dich. Verarschen auf ganz hohem Niveau hier. Das hat sich gelohnt. Genau, was ich gesucht habe. Eine Beere. Die lag ja auch sonst nirgendwo auf dem Weg rum. Au. Die Stacheln tun schon ein bisschen weh, ne? Vielleicht hätte ich mir doch Schuhe anziehen sollen. Oh, ich hab Sandalen an. Hey, ich bin Jesus. Haha. Fürchtet mich. Denn ich kann nichts tun, aber hey, fürchtet mich einfach mal. Oh Gott, das ist nicht lustig. Au. Ich hätte mir ein anderes Spiel so. Okay, die Dinger scheinen doch irgendwie zu töten, aber... Wow. Nicht lustig, was das Spiel hier generiert. Oh, ich habe den Schatz gefunden. Yeah, ich habe den Schatz. Den Treasure. Ich weiß, es sieht aus wie ein riesiges M. Das ist auch nur ein riesiges M. Schnell raus. So. Oh. Jetzt muss ich nur noch lebend aus diesem Labyrinth wieder raus. Au, oh, komm. Yeah, so. Wo bin ich jetzt hergekommen? Kein Ding, kein Ding. Wir schaffen das. Ich glaube, da bin ich hergekommen. Hoffe ich. Wenn nicht, werde ich sehen. Ich weiß eigentlich nicht, wie stark das hier gegen Gegner ist. Ich nehme nicht an, dass ich mal da hinten kam. Nein, essen wir noch eine Beere. Man kann die auch essen, wenn man nichts hat. Ich habe einen Schatz gefunden. Schon wieder. Will ich da hinten wirklich mal lang gehen? Nein, will ich nicht. Nein, 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 nein. Ich muss leider weg. Schön ist, es kommen hier keine Gegner mehr. Au. Also so hoffe ich zumindest nicht. Ich weiß nicht. Kommen hier nochmal Gegner? Ich habe es bisher nur auf leicht gespielt. Um es mal anzutesten. Okay, also entweder habe ich die nicht getötet oder es kommen wieder Gegner. Irgendwie kann ich den mit dem Schatz fernhalten. Irgendwie auch nicht. Okay. Alles ist gut. Bären essen. Boah, wo kam der her? Okay, hier bin ich noch nicht lang gelaufen, aber ich aktiviere die Stacheln einfach mal, weil warum denn nicht? Also mit dem Schlüssel kann ich sie nicht töten, mit dem Schatz. Das Problem ist, ich habe auch kein Messer dabei, ne? Weil zwei Gegenstände auf einmal mit sich rumführen, ist ja total absurd. Das Spiel umsonst, beschwer dich nicht, du Spasti. Plus, was umsonst ist, kann ich mich trotzdem beschweren. Au. Schmerzen. Ich hab doch eben noch einen Dinosaurier gehört, oder? Ich hoffe nicht. Das ist bloß imaginär, Dinosaurier gibt's nicht. Hoffe ich zumindestens. Lass ihn imaginär sein oder irgendwo hinter einer Wand sein oder was weiß ich. Meinetwegen im Himmel. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Lass mich raus, lass mich raus. Ah! Wuhu! Scheiß Dreck da. You gain your freedom as promised. The key opens doors of power and wealth beyond measure. Makes you the most powerful person in the kingdom. Und überall auf den Münzen sind M's. Ja, wir haben 1.334.881 Punkte, sind 1,1191 Kilometer gelaufen, haben 18 Berries geused, haben ein Schwert geused, haben 8 Kreaturen geslaint. Exceeded the Maze, excited with the treasure und das an Difficult. Ja, jetzt sind wir voll in the Hall of Fame. Ja. So ein paar Mal, da müsste ich auch noch irgendwas sein. Ja, da habe ich mal kurz angespielt für minus 600. Aber weil ich noch Zeit habe und noch irgendwas erzählen will, machen wir doch mal auf Normal.
Da ist das Spiel ganz einfach, deswegen habe ich auch total geloost in meinem Testversuch. So, hier gibt es zum Beispiel weniger Stacheln. Okay, das war eine Lüge. Das war wirklich eine Lüge. Ich lüge nämlich dauernd. Deswegen behaupte ich auch dauernd, wie toll ich euch finde. Ihr Wichse. So, oh 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 oh. Ich hab ein Schwert, du. Was, keine Chance gegen mein Schwert. Außer es zerbricht, weil das Ding ist aus Pappmaché. Wie die Burger bei McDonald's. Nur, dass man den Burger von McDonald's leichter jemanden töten kann. Ich habe heute auch einen Burger gegessen, der war aber nicht von McDonald's. Das war ein richtiger Burger mit Fleisch drauf. Weiß nicht, also wer nur bei McDonald's Burger isst, der kennt das gar nicht, Fleisch, ne? Das ist so ähnlich wie die Pappe, die McDonald's drauflegt, nur mit dem Unterschied, dass die auch noch gut schmeckt. Wenn man nicht kotzen möchte danach. So, da hinten ist eine Sackgasse, da geht es wahrscheinlich eher nicht weiter. Denke ich mal. So, habe ich noch irgendein Projekt laufen, an dem ich mal wieder was machen müsste. Ach ja, richtig. Oh. Ja, Problem gelöst. So. Open Arena möchte ich demnächst auch mal wieder ein Video machen. Vielleicht. Wenn ich gnädig bin. Also wenn ich Lust habe. Und Hurricane müsste ich auch mal beenden. Hm, ja, doch. Irgendwann demnächst mal, ne? Ah! Stacheln. Dinosaurier. Aber das fängt das mit D an, da muss das C kommen. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich komm hier raus. Ich laufe da ganz schnell weiter. Ich hab den Schlüssel unter meinem Rock. Ui. Ich hab doch gar keine Verstopfung mehr. Ich brauche diese Stacheln nicht mehr. Ich erstmal noch eine Beere. Gibt das Punktabzug? Ich weiß es nicht. Was weiß ich. Ich habe halt noch eine gegessen. Mach mal auf hier. Das war jetzt gerade zu lächerlich einfach. Oh. Moment mal, habe ich jetzt hier mehr Punkte als da? Nein, nicht ganz. So, und weil wir schon dabei sind, machen wir auch nochmal easy schnell, ne? Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Also wie gesagt, SimCity werde ich wohl dann erstmal nach der 100. Folge beenden. Vielleicht irgendwann werde ich mal einen anderen Teil von SimCity. Ich hätte ja noch SimCity 4 im Angebot oder 2000 oder den ersten Teil oder die Super Nintendo Version. Wow, das war jetzt sehr clever. Hier liegen auch gleich 3 Milliarden Schwertern rum. Mal gucken. Könnte ja ein wenig dauern. Muss jetzt nur noch die 100. Folge machen, alles wird gut. Ja, was noch? Vielleicht ein Top 10 Ranking, wollte ich mal demnächst machen. Das aus 14 Spielen besteht. Sehr gut. Deswegen heißt es auch Top 10, weil es aus 14 Spielen besteht. Das wird natürlich total toll. Top 10 Ratings sind immer gut, damit macht man ganz viele Klicks, weil die dauern nur 10 Minuten und dann hat man es. Ich habe damit auch schon angefangen. Also mein Top 10 Rating, das aus 14 Spielen besteht, wird irgendwie 2 Stunden lang werden, so wie ich das sehe. Also das Ideale, um viele Klicks zu bekommen. Was natürlich unglaublich toll ist, weil ich ja mit jedem Klick überhaupt kein Geld verdiene. Denn ich habe auf meinen Videos die Werbung abgeschaltet, außer bei denen, wo ich Urheberrechtshinweise habe. Da kann ich es nicht abschalten. Aber den meisten habe ich Einspruch eingelegt und dann verschwand das irgendwann so. Bei einigen geht das nicht. Oder es geht schon, aber das interessiert die Leute nicht. Pff, bloß weil sie die Musik gemacht haben, dürfen sie nicht selbst behalten. Hä? Hey? Ach doch, okay. Jetzt habe ich gedacht, sind sie wenig Stacheln. Das irritiert. Da lang, glaube ich.
Noch irgendwas Wichtiges. Ich hab Geburtstag, schenkt mir was, komm. Seid nicht so egoistisch. Warcraft 2 gibt es nicht, bevor ich es mir nicht gekauft habe. Und selbst danach bin ich skeptisch, ob ich das spielen will. Weil dann müsste ich eventuell Warcraft 3 noch spielen und... nee, das ist... Das sind solche Spiele, die nur deshalb so schwer sind, weil die KI total überpowered ist und... Wenn man nicht genau weiß, auf was man sich in der Mission einstellen muss, schafft man die Mission dann eher nicht so. Also zumindest habe ich Star und Warcraft so in Erinnerung, vor allem im Addon dann. Wo dann wirklich genau wissen, was man tut, bevor man es schaffen kann. Was ich persönlich ein bisschen schlecht designt finde, aber das ist Geschmackssache. So, 1.200.000, noch was, 30.000. Jetzt bin ich überall in der Hall of Fame. Yeah, und ich habe auch vielleicht mehr Punkte als auf Mittel. Schön, sehr gut. Ja, das war ein Geburtstag-Special. Ja, Assis. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich könnte die Credits so lange anschauen. So, während die Credits jetzt hier durchscrollen. Könnt ihr ja mal durchlesen, während die hier scrollen. Ne? Diese ganzen vielen langen Credits. Schon faszinierend, wie viele Leute bei so einem Spiel mitarbeitet haben. Schon faszinierend, dass das spannender ist als manches kommerzielle Spiel, das ich gespielt habe. In letzter Zeit. So spielerisch gesehen. Ist schon toll. Ja. Also muss man sagen, ne, da haben sich schon ein Haufen Leute eine Menge Mühe gegeben. Ne? Eine Menge Mühe machen Kühe, ne? Das Niveau fällt gerade deutlich ab. Videolaufzeit ist umgekehrt proportional zu dem Niveau. Deswegen sind meine Videos auch so lang, damit ich mein Niveau einhalten kann. Egal, Karl, das war mein Dingsbums. Mein Geburtstagsspecial mit Maciax, wie auch immer man das ausspricht. Vermutlich Maciax wegen Mace und so, ne? Könntest du mal das unglaublich le Vollmulti sein? Hey, könnten Gamma mal auf. Okay, das lassen wir. Natürlich eine schöne Auflösung. Hä? Maustaste 3? Was? Ernsthaft? Okay. Oh, man kann auch ohne Maus spielen, warum auch immer man das wollen sollte. Ich hab doch einen alten Rechner von 1970, da gab's noch keine Maus. Und auch keine Tastatur, ich hab noch mit Lochkarten gespielt, Mann. Musste man immer Lochkarten einsetzen, ob man gerade ausgehen wollte oder links oder hoch oder runter. Das waren noch Zeiten. Egal, Karl, das war's. So, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Special. Nö.